Ja, hallo, Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Wir sind gerade auf dem Weg zu Buchi? Auch keine Ahnung, hier zu dem. Genau, zu Bicho. Sind wir auf jeden Fall auf dem Weg gerade hin und verloren gegangen. Er hat wohl irgendjemanden gefunden, Paolo oder so. Da werden wir mal gucken, was da los ist. Aber nach dem Intro geht's auch sofort wieder in die Vollen, also bist du interessiert. An Far Cry 6. Bleib auf jeden Fall dran. Wir sehen uns nach dem Intro. Ich warne. Oh, nicht so, ne? Gracias. So. No hay problema. Ab geht's. Wir haben noch 500 Meter vor uns. Dann werden wir erstmal hindüsen schnell. Oh, haben uns doch wieder das langsamste Auto hier ausgesucht heute im Far Cry 6 hier. Mann, 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 Mann. Da. Au, war ja schlechter Schütze. Naja, war ja, da waren wir heute mal ein bisschen unpässlich. Oh, ich habe hier auch zwei Einschusslöcher mitten in meiner Scheibe hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß ja nicht, wer da schon wieder auf mein Auto geballert hat. Eigentlich glaube ich selber. Ich glaube, da hoch soll ich. Zieh mal durch. Ich lauf nicht. Nö, 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 nö. Ich fahr da mit dem Auto hoch. Aber der Wenderadius ist wieder hardcore-mäßig hier. Aber läuft. Da kommen wir bis hoch. Da kommen wir auf jeden Fall bis hoch. Hä, was geht? Ich dachte, Radio Libertad würde alles in Ordnung bringen. Aber es ist alles im Arsch. Thalia macht irgendeinen verrückten Scheiß. Ich habe seit Tagen nicht geschlafen. Alles ist scheiße, seit Paolo weg ist. Mein Dealer schwört, er hätte ihn am Flughafen gesehen. Und zwar mit diesem Pisser Bembe. Dani, du darfst Paolo nicht gehen lassen. Er ist der Einzige, der Thalia vor dem Abgrund bewahren kann, Bruder. Okay. Das machst du vielleicht lieber unauffällig, Dani. Das sind eine Menge Soldaten. Oh. Okay. Es ist wirklich eine Menge Soldaten, glaube ich. Okay, da kommt schon mal einer hoch. Das ist schon mal schlecht. Okay, einer weniger. Ich glaube, da kam noch einer, ne? Ja, oder? Da ist noch einer. Oh, der ist gut gefallen. Der ist gut gefallen. Gut. Wir sollen es auf jeden Fall unauffällig machen. Das heißt also, wir werden erstmal die Knifte wegstecken. Paolo, wo bist du da bloß reingeraten? Meine Soldaten werden nicht ruhen. Ganz Yara wird nicht ruhen, bis sie ihrer gerechten Strafe zugeführt wurden. Die Hinrichtung von Clara Garcia, okay. Maximas Matanzas. Da ist aber irgendwas. Werden im Fernsehen übertragen. Ihre Lügen wird die Macht des jararischen Gesetzes zu spüren. Kamera. Das verspreche ich euch. Okay, da oben auf dem Dach ist auf jeden Fall hier, ne? Wimmelt das von Soldados.
Sie müssen auf Paolo gewartet haben. Jetzt los! Ja! Wir sollten das noch leise machen, Mensch. Verdammt! Wo bist du, Paolo? Nein. Okay. Wir sind gewappnet. Okay, ich glaube, wir holen ihn. Okay, ich glaube, wir sollten weg. Oh, shitty bam. Okay. Huhuhu. Okay, Alter. Ganz cool, ganz lässig. Okay, wir gehen hier rein. Aber ich muss Paolo finden. Snacken uns erstmal ein bisschen Benzin. Eieieiei. Okay, ausmachen, weg. Ah, sieht man doch wieder nichts, ne? Okay. Bleib ruhig. Hier drinne, glaube ich. Sieht nicht gut aus, Paolo. Nee, sieht wirklich nicht gut aus. Okay, hier durch. Oh shit, wir sitzen hier mitten auf dem Präsentierteller. Konzentration. Okay, wir gehen hoch. Kumpel ist ja auch wieder da. Ah, Rojas. Dich kenne ich doch irgendwo her, Freundchen. Ich würde gern glauben, dass du deinen guten Freund Bembe besuchst, aber wir wissen beide, dass du zu Paolo willst. Wo bist du? Richtig. Er sollte jetzt eigentlich in einem Erste-Klasse-Flug nach Miami sitzen. Aber? Du verkauft. Nein. Das war eine Überraschung. Wie? Ich wurde von Soldaten erwartet, Rojas. Also habe ich mich auf einen Deal eingelassen. Und dann hast du ihn verkauft. Ja, super. Freiheit und eine Provision. Okay. Aber ich bin nicht herzlos. Ich sage dir, wo sie ihn hingebracht haben. Er ist jetzt in einem Resort in Barrial. Wenn sie ihm was angetan haben, dann bist du dran. Versprechen. Wenn ich du wäre, würde ich mich beeilen, Rojas. Paolo ist nicht ge... war denn guten Händen? Boah, ist das weit weg. Wenn ich hier starte, schießen wir mich ab. Ist egal, wir starten.
Hey, Pietro. Du hast Paolo. Du bist ein Held. Jetzt sei doch mal kurz still. Er wurde gefangen genommen und in ein scheiß Resort gebracht. Ein Resort? Ich habe gedacht, ich schaff's noch raus, aber nein. Okay, mit dem Hubschrauber ist schon mal Müll. Wir schaffen zwar eine ordentliche Zeitspanne bis dato. Wir haben ja auch kein Fahrzeug in der Nähe, ne? Oh. Wenigstens ein Fahrzeug hätte. Ich sollte die Kamera da zerstören. Schnute. Okay, wir müssen hier weg jetzt, ganz schnell. Noch. Und dann müssen wir auch noch so weit laufen. Ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Och nö, bitte nicht. Jetzt sei doch mal kurz still. Er wurde gefangen genommen und in ein scheiß Resort gebracht. Ein Resort? Was bedeutet das? Geht es ihm gut? Ja, bestimmt. Ist es ein schönes Resort? Bicho, keine Ahnung. Ich melde mich, wenn ich ihn habe, okay? Weiter so, Dani. Sorry, ich brauch dein Pferd. Kriegst du später wieder, ne? Sei brav, Pferd, ja. Bring ich dir wieder zurück. Ich muss kurz los. Nein. Oh, verdammt. Wir sind irgendwo. Das wird böse enden, wenn ich den Guerrieros nicht unter die Arme greife. Oh, schon wieder. Können die denn nicht alleine? Ganz ruhig. Warum immer ich, ey? Vorsicht, Dani. Der Scharfschütze hält Waffe. Okay. Ah. Das ist der Offizier. Okay, weg ist er. Ein Ingenieur. Vorsicht vor den Flammen. Bumm, so. Jetzt müssen wir alle weg haben, oder was? Würde ich sagen. Na, keiner mehr da. Ja, ja, ihr könnt ruhig reinkommen. Also alles durch, ne? Kommt ruhig, kommt durch. Wir haben mal kurz ausgepackt hier. Erledigt. Dankeschön für das Pferd. Hier ist eure Base. So, jetzt ist mein Pferd natürlich wieder weg. Ja, tolle Wurst. Wo ist mein Höher-Höger? Da müsst ihr doch. Ah, hier ist er. Da gibt es einen Schimmel jetzt hier, oder was? So, wir müssen los, wir müssen los. Wir haben es eilig. Naja, bleib mal ruhig. Hub nicht so viel. Menschenskenner, ich hab noch keine Zeit hier. Los! Jetzt nochmal rum hier. Ups. Das war ich nicht. Nein. Den Pantoffel ziehe ich mir nicht an. Nö. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie kommen wir jetzt. Okay, hier kommen wir nicht rüber. Wir müssen mal kurz auf die Karte gucken. Ach du. Ach du heiliger Bimbam. Wir sollen da rüber? Holy. Können wir nicht bis Tagesanbruch warten? Oh nö.
Nö, da hab ich auch gar keinen Bock drauf. Nö, nö, nö. Da wäre jetzt echt ein Hubschrauber einfacher, wa? Würde ich sagen, Hubschrauber oder irgendwas anderes. Was ist hier los? Was geht? Achso, du bist schon wieder los. Okay, dann nicht. So, Fahrzeug. Nee, alles gut, alles gut, alles gut. So, okay, dann müssen wir... Dann gehen wir hier links rum. Hm. Ich glaube, ich habe da irgendwas gehört, aber... Auch cool. Warum reiten wir mit dem Pferd über die Straße? Hey, bleib ruhig, Großer. Bleib ruhig. So. Langsam. Kurz gucken. Wir könnten theoretisch die Straße durch. Ja, mit dem Vio-Vio-Gebiet wird nicht unbedingt lang. Guten Tag. Ey, nein, 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 nein! Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. So, wir reiten doch hier unten lang. Keine Sorge, ich tu dir nichts. Boah, ihr fährt durchs Moorgebiet immer durch. Würde ich sagen, immer durch, immer durch, immer dann gerade durch. Frage ist nur... Also schwimmen will ich heute nicht gehen. Irgendwie hat sie gesagt, ich soll immer auf dem Weg bleiben. Ui, 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 ui. Ist gar nicht so einfach hier. Oh, ich hätte doch... Okay, huh. Ich habe jetzt gedacht, ich verliere jetzt mein Pferdchen. Den lieben, lieben Shopper. Ja. Ja, ich weiß. Das ist alles okay. Ah, ich hab mein Pferd erschreckt, Mensch. Was soll denn da? Vamos, vamos. Okay, ich will hier nicht rübergehen, okay. Könnt ihr bitte auf das Pferd aufpassen? Danke. Komm her, später nochmal wieder. Bestimmt Krokodile oder sowas. Ich werde gleich gebissen. Könnt ihr wetten von einem Krokodil. Haha, könnt ihr wirklich... Dann ist tot. Krokodilbiss. Weil er durch den Sumpf schwimmt. Hat er nichts besser zu tun. Naja, egal. Das ist nicht schlimm. Schwimmen wir einfach durch den See. Durch den Moor hier. Durch den Sumpf. Okay, welches nehmen wir jetzt? Wir haben ja drei zur Auswahl. Ich würde sagen... Das, was dichter ist, ne? Würde ich sagen, oder? Ich würde sagen, wir nehmen das dichteste. Wow. Wow. Da. Schon wieder. Da war ein Laserstrahl. Gesehen. Gerade noch so. Ah ja. Okay. Ah, typisch wieder Lichter. Buh! Habt ihr gesagt, das ist ein Krokodil. Okay. Viele. Wehe, Paolo ist nicht hier. Dann ist Bambi ein toter Mann. Na gut, wir haben ja auch da hinten noch eins.
gefährlich. Oh ja. Die sind wirklich gefährlich, die Jungs. Okay, der erste ist schon mal weg. Puh. Okay, den nehmen wir, glaube ich. Den würde ich sagen, den holen wir uns. Hola. Okay, du sitzt hier ein bisschen blöd. Ja, schmeiß sie mal ins Gebüsch. So, hör die mir auf. Boah, jetzt wird hier aber voll. Okay, jetzt wird hier aber echt voll. Oh, jetzt kommt der auch noch hierher gefahren, oder was? Mach das Licht aus, Menschenskinner. Also so viel hätte ich jetzt nicht gedacht, damit hier so viel los ist. Ich hätte gedacht, ich hätte so meine Ruhe. Ja, einer. Oh, ist hier viel Präsenz gerade unterwegs, so. Ah, der ist gut ins Gebüsch gefallen, der ist gut ins Gebüsch gefallen. Okay. Wir gehen rein. Keiner da, Mensch. Okay. Du kannst dich nicht verstecken. Nicht? Da draußen lauert noch jemand. Oh, oh. Okay. So, den hätten wir auch erstmal. Okay, wir gehen rein. Und hoffen, dass wir jetzt hier keine bösen Überraschungen kriegen. Zu. Paolo, ich bin's, Danny. Paolo! 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 Komm, mach auf die Tür, mach auf. Shitty old, tritt ein und dann ist gut. Huh? Ah, verdammt. Ohne Sicherung geht's rein, ja, das ist richtig. Ah, kein Wunder, kein Wunder. Ich liebe diese neuen Handys. Mhm. Die sind so dünn. Ja. Schwarzes Teil des Forschens. Ist es wohl, ist es wohl. Oh ja. Zum Beispiel Vivirum. Das wäre nie vorangekommen, hätte ich die Paria-Lager nicht geschaffen. Weißt du, Waisen wie du sind die besten Versuchsobjekte.
Wie auch die Armen und alle anderen am Rande der Gesellschaft. Das sind 0,5 Milliliter PG240. Das, was ihr Gift nennt. Und es wird in deine Blutbahn gepumpt. Vom Doktor verschrieben. Okay. Alles, was ich tun muss, ist anrufen. Okay, alles cool. Finde ich gut. Finde ich gut. Finde ich gut. Finde ich nicht gut. Pass auf, Danny. Habt ihr mich vermisst? Talia, komm schon, Carino. Du bist sicher. Jetzt geht's bei mir. Ja, er hat mir was eingepflanzt. Oh Gott, er hat mir was eingepflanzt. Bin ich sabotiert. Beeilung. Okay. Okay. Ich warte da. Jetzt geht aber los hier. Jetzt geht ab. Jetzt geht ab, glaube ich. Oh, voll unter Drogen hier, glaube ich. Matthias, ich brauche deine Hilfe. Danny, ich kann jetzt nicht reden. Paolo und Talia sind auf dem Weg. El Doktor, dieser Drecksack. Er hat mich vergiftet. Das Zeug muss raus. Okay, du musst alleine in meine Klinik kommen. Folge der Straße nach Norden. Sie führt direkt zu mir. Kapiert, Danny? Danny? Ein Auto. Ich brauche ein Auto. Ja, hier ist ein Auto. Das schaffe ich nicht. Bewegung, Danny. Du musst schnell zu Matthias. Hey, was geht ab, Doktor? Für die Wissenschaft. Du bist nicht echt. Oh ja. Oh, ein bisschen. Halt's Maul! Deine Neuronen geben zufällige Impulse ab, während sie ausfallen. Übernimmt die Kontrolle. Kurz gucken. Also eigentlich sollen wir immer nur der Straße nachfahren, dann kommen wir da schon an, sagt er. Okay. Verdammtes Maul! Ich habe nur eine Bitte. Sorge dafür, dass deine Leiche für die Autopsie intakt ist. Naja, du mich auch. Scheiße! Libertad ist dir scheißegal. Und Castillo, du schießt einfach nur gerne. Oh yeah. Lita! Nein, das ist nicht real! Verstehst du es nicht? Wir hätten nie auf dem Boot sein sollen, Danny. Du hast mich hingebracht. Ja. Sorry. Wir mussten weg. Castillo hat alle zusammengetrieben. Nein, Danny. Sie wollten nur dich. Okay. Ich hätte bei Clara sein sollen, aber ich ging in die Stadt, um mich von dir zu verabschieden. Ja, sorry, Mann. Ja, woher hätte ich das wissen sollen? Du hast meinen Platz bei Libertad eingenommen und mich einfach am Strand liegen lassen. Es hätte dich erwischen sollen. Oh. Es tut mir leid. Du musstest ja Fortunas Nummer 1 sein. Wie fühlt sich das an? Boah, das ist echt eine Qual, hier so zu fahren. Man sieht kaum was. Also es ist echt schwer. Boah, man denkt, wir fahren hier nur 50. Ja. Nein. Die Werfer aus Autowerkstatt? Das war dein großer amerikanischer Traum? Oh jo. Das ist ein schöner Video. Kandro? Weißt du, was Werfer aus mir sagt? Es schreit Mitleidsfick. Jojo. Okay. Du hättest nicht sterben sollen. Genau. Es ging alles so schnell. Ich hätte nicht sterben sollen. Das ist alles, was du zu sagen hast, Danny? Du hast meine Leiche einfach auf dem Dach liegen lassen. Die hätten uns auch umgebracht. Nachdem die Kugel mein Gehirn durchbohrt hatte, habe ich noch lange genug gelebt, um zu sehen, wie du und Lita mich zurückgelassen habt. Alejo, bitte, hör auf. Du hast so viel Glück. Warum darfst du Matthias! Haben wir es gerade nur so geschafft, oder was? Danny, du als nächstes! Paolo, halt dich still! Ich hätte sie nicht allein lassen dürfen! Das war der verfluchte Bambi! Er hat uns verraten! Nicht so! Wir wollten doch zusammen sterben, weißt du noch? Danny, was machst du da? Danny! Hör auf mich, Danny! Lass das Messer fallen! Wow! Danny!
Okay. Lass mal selber raus, ich schnibbel das Ding. Junge, Junge, schöne Telefon, Alter. Willkommen das zurück. Ging ab, würde ich sagen. Ihr habt beide Glück, den besten Arzt in Yara zu haben. Alter. Wo ist Paolo? Draußen. Hardcore. Er meinte, er muss einen Krieg planen. Scheiße. Wenn du dich nochmal aufschneidest, flick ich dich nicht wieder zusammen. Okay, okay. Coole Sache. Finde ich gut, finde ich gut. Ja, Handy macht kurz rausgeschnitten mit dem Gift. Fertig, die ganze Sache. Alter Scholli. Mumm hat er ja, der Bengel, du. Mumm hat er ja. Also, so. Gut, jetzt wollen wir mit Paolo sprechen. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal einen kurzen Break, würde ich sagen. Und in der nächsten Folge gehen wir mit Paolo sprechen und dann ziehen wir das durch. Und dann werden wir mal sehen, was wir dann vorhaben. Wie gewohnt, dort oben. Dort oben findet ihr die Playlist von Far Cry Nummer 6. Und ich verabschiede mich. Haut rein, ihr Lieben. Bis zum nächsten Video.